Hallo und wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 zu Mission Odysseus. Ja, endlich geht's mal wieder weiter. Ich freue mich auch. Und jetzt geht's dran, Raoul Menendez zu verhören. Das mögen wir gleich mal in Angriff nehmen. Ist jetzt bloß die Frage, mit welcher Waffe C-Ausrüstung anpassen. Ah ja, blödes Handy. Hätte ich vorher ausmachen sollen, ich Vollidiot. Vollprofi Pyro ist am Start. Okay, empfohlen Schrotflinte. Die alle vier Schüsse nachlädt. Ah, okay, wir müssen Odysseus für die KSG abschließen. Was haben wir sonst noch Nettes? Spaz haben wir und die Olympia. Die Fell haben wir. Die Scar. Was haben wir bei den MPs? Chicom. Da haben wir schon richtig nett was frei. Was haben wir denn standardmäßig? Okay, die M81, die M81A. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal die hier, Rückstoß und Wirkung moderat. Mit hoher Feuerrate und moderatem Rückstoß. Ja, ich mag die hohe Feuerrate nicht so. Ich glaube, damit sind wir dann eher mal. Gut, beraten nach einer späteren Mission verfügbar, Nehmen wir mal Blut unterlaufen. Was haben wir hier? Zielsuche ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das können wir ganz gut brauchen. Allerdings erstmal eher Millimeter-Scanner. SMR. Was nehmen wir denn da? Schnelles Magazin und mein Vordergriff. Genau, Sekundärwaffe, was haben wir denn da sonst noch? Schrotflinten, leichtes MG, Pistolen, da haben wir auch nichts Neues mehr. Ah, Executioner haben wir, nett. Okay, da müssen wir Herausforderungen abschließen für das Zeugs. Und das ist auch erst später verfügbar. Herausforderungen in Karma, bla bla bla. Okay, wir könnten die Titus mitnehmen. Wäre mit Sicherheit auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich bleibe tatsächlich mal bei den Schroten. Und da nehme ich mir dann... Nein, die nicht. Ich glaube, dann nehme ich mir lieber nochmal die Spaz mit, weil die macht einen echt Spaz, die Knarre. So, langer Lauf. Schnelles Magazin. So, viel Spaß damit. Und eine... Nein, ich mag diese Granaten nicht. Ich nehme dann lieber das hier und die Schockladung. Die lassen wir auch mal zu Hause. Und dann nehmen wir lieber mal die hier. Und die Kits nehmen wir mal. Den Schaft und die flinken Hände. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Kombination hier. Sodala, dann let's go. Premier Chan hat versprochen, Chinas Militär zur Unterstützung aller US-Operationen bereitzustellen, um den Cyberangriff abzuwehren. SDC ist erledigt, Minister Petraeus. Amerikas und Chinas vereinte Streitkraft bedeutet den Beginn einer neuen Ära. Und eine, die Sie stolz machen sollte, Admiral. Sir. Minister. Präsidentin Bosworth lässt grüßen. Für die Seelen, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben, soll ein edles Werk vollendet werden. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Irgendwie nicht ganz so danach aus. Es riecht doch nach Falle. Odysseus, USS Barack Obama, Golf von Mexiko. Section Jason 2025. Wie gut, dass du nicht redest.
schon viel Zeit. Ich spreche nur mit David Mason. Bring ihn her. Ihm verrate ich alles. David. Na gut. Ich trau dem Partner nicht. Identifiziere Mason, David. Netzhautscan bestätigt. Wie, das ist ja hell. Tun Sie, was Sie können. Ich bin auf der Brücke. Also. Ich bin diesmal kein Kind mehr. Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen! Man hat sie mir genommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung. $11,000. Mehr war sie für sie nicht wert. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josefina. Pues, tu papa está muerto. Dein Vater ist tot. Und diese Leute... Was gibt's, Admiral Briggs? Wir haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Ich messe und spreche ungleiches Recht über ein barbarisches Volk. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind Hunderte von ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Scheiße. Menendez sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Boah. Die Obama wird angegriffen. Niemand darf diesen Raum verlassen. Arsch. Boah, nein. Du weißt, ich töte dich nicht. Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Wie konntest du? Oh, du Dreckskerl. Du Dreckskerl, du Verdammter. Leg sie an. Menendez ist entkommen. Was? Die Söldner greifen unsere Flotte an. Mit ihren Gleitern. Die Obama wurde geentert. Sie sind getarnt. Schätzen wir zufolge haben wir nur 10% erwischt. Wir brauchen die Geschütze aus der Waffenkammer. Sie haben Menendez Sicherheitspersonal getötet. Nimm, was du brauchst. Natürlich. Menendez hat das nicht alleine arrangiert. Wir haben einen Maulwurf. Zunächst müssten wir die Kontrolle über die Obama zurückerlangen. Jawohl, ja. Auf geht's. Treten wir den Penner in den Arsch. Komm schon! Ja, wo sind sie denn? Wo stecken sie, Herr Grün? Und deswegen finde ich hier den Millimeterscanner äußerst praktisch. Und auch noobig. Oh, oh. Was? Ich hab den doch erwischen müssen. Scheiße. Gleich am Anfang so verreckt und reingelaufen.
Ja, ich bin bereit. So gut. Los! Ich nehme das Scanner. Komm schon! Das Geschütz! Soviel zum Thema. Oh! Wir müssen Achtung nehmen! Wo stecken Sie, Admiral? Geschützdorf von uns. Hey! Wir versuchen herauszufinden, was passiert ist. In Deckung bleiben! Schade, wir kommen nicht durch die Wand durch. Auf den Treppen! Granätchen! So. Also ich muss sagen, der Scanner, der ist äußerst praktisch. Der ist Gold wert hier. In diesem ganzen Ding gezuckelt. Die Poli? Nee. Salazar, geh runter und sicher Briggs. Verstanden. Versiegle die Serverraumtüren. Niemand darf rein oder raus. Das hier ist mal vorbei. Viel Glück, Section. Danke. Dir auch, Sir. Wir werden es brauchen. Wir kämpfen uns wow. zur Brücke vor. Geh nach! Wenn du weiter bei der Funkleitern sitzt zur Landung, oh, wir müssen die Kontrolle zurück. Oh. Ich gehe zur Brücke und deaktiviere die Verteidigungssysteme hier? Von dort. Na komm. Nein. Oh Mann. So. Na, langsam mausel ich mich hier wieder mal ein bisschen raus. Au! Und schon überrascht mich einer dieser Heckenpenner von der Seite. Das ist ja mal sowas von klar, wie das läuft. Pyro ist der Vollprofi. Aber wirklich, ey. Oh. Scheiß. Verdammt! Admiral Briggs! Diese automatischen Geschütze zerfetzen unsere Männer! Ausgemacht, die Geschütze steuern. Isolieren Sie damit die Geschütze vom Hauptnetzwerk. Verstanden! Hat ihr das jetzt gerade überlebt? Nee. See zum Aufschneiden. Wir betätigen uns mal das Aufschneiden ein bisschen. So. Na, kommt mal her, ihr Flachspaten. Na, wie schaut's aus? Ach, der muss jetzt erstmal komplett auskühlen. Ach, hat man das von uns? Oh, da ist mal eine richtig schöne Party hier drin. Dann sorgen wir mal dafür, dass die ein bisschen in Schwung kommen. Bleib für alle! Karrieredaten aktualisiert. Wir haben doch tatsächlich mal ein Achievement geschafft. Ich glaube. Wow! Kuckuck, fang! Na, haben wir hier noch wen? Ja, da hinten. Da er hat noch so einen Freund Spaßvogel. Okay, den haben wir vom Shell her absolviert. Liegt hier was? Nee. Das hat bloß so orange. Führerisch geglänzt gerade. Benutze. Hallo! Ach, sorry. Tut mir leid, dass ich dich erschossen habe. Zugriff auf den Computer. Ich schaue jetzt bloß gerade mal hier, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee, da sind wir hergekommen. Okay. Komm schon! Nein. Riggs, das Kontrollterminal auf der Brücke ist gesperrt. Wir müssen uns vom Serverraum aus Zugriff verschaffen. Ich habe schon Revolutionen gesehen, die schneller beendet waren. Immer einen Schritt voraus. Wir müssen ihn finden. Gehen Sie zum Sicherheitsraum. Die Techniker sollten das Kamerabild schnell wiederherstellen. Bin auf dem Weg. Luft der Technik. Oh, sind wir hier? Ein Sniper. Betätigen wir uns mal ein bisschen. Was für Kopf schießen? Überwachung bieten. Ja, ich möchte gerne Überwachung bieten, aber... So. Na, also, da haben wir nun mal einen erwischt. Oh.
Boah, ist das hell. Die greifen ja direkt aus dem Licht an. So. Na komm. Na also.